Hallo, ich bin Werner Warschech, Musiker und Klangkünstler aus Bottrop und stehe hier auf der Halde Haniel, beziehungsweise an einem Seitenzweig. Früher wurden die Halden so plateaumäßig aufgeschüttet, also immer schichtweise und dann höher gebaut. Und auf der obersten Stufe hier stehen dann die Eberroller-Stelen, wunderbar, und ein Bergtheater. Und es gibt eine Geschichte hierzu. Ich hatte mal ein Konzept entwickelt als Erfahrungsfeld, als ein meditatives Erfahrungsfeld mit Materialien aus dem Bergbau. Das konnte leider nicht umgesetzt werden, aber in letzter Zeit ruft mich dann doch wieder so das Labyrinth. Und so habe ich mich nun entschlossen, hier auf diesem Material, das von Untertage kommt und circa 1 Kilometer tief war das hier, die Dinosaurier wahrscheinlich schon drüber gelaufen sind. Das ist ungefähr 300 Millionen Jahre altes Material, das man hier hochgeholt hat mit viel Aufwand. Heute braucht man viel Aufwand, um hier hochzukommen. Und wie man sieht, ist hier alles kahl. Und ich werde hier ein Labyrinth in einer etwas verkleinerten Form, das Chartres-Labyrinth, in den Boden ritzen. Und dann mal schauen, was passiert. Das den Leuten übergeben und natürlich auch selber es nutzen. Und alles Weitere wird es dann irgendwann später noch als Zusatzinformationen zu Labyrinthen oder auch zu dem weiteren Verlauf des Labyrinths hier vor Ort geben. Ob ich es nochmal nachbauen muss, nachziehen muss, keine Ahnung. Zwischendurch werde ich die einzelnen Schritte wieder mal aufnehmen und verdeutlichen, aber dann auch nicht mehr ganz so viel reden. Bis dahin. Das ist mein Arbeitsmaterial, mit dem ich das Labyrinth bauen werde. Also alles nur mit bereits vorher festgelegten Knoten. Ich mache eine Umlaufstärke von etwa 80 cm, weil ich ritze und dann wird an den Rändern was übrig bleiben und insofern wird es dann wahrscheinlich die Größe 70 bis 75 haben, was dann durchaus den normalen Labyrinthgrößen entspricht. Mal so weit, dass ich hier den äußeren Rand und die inneren Konturen ritzen konnte. Und jetzt kann ich dann die Umläufe entsprechend anlegen. Dazu kommt noch, dass ich mich verschätzt habe, dass ich das nicht so groß machen kann, wie ich ursprünglich dachte, sondern die Umläufe kleiner machen muss. Das heißt also, jetzt wird der innere Kreis kleiner. Und es wird also jetzt keine 16 Meter im Durchmesser, sondern nur ungefähr 12 werden. So, ich will mal sehen, ob wir hier von oben schon was Erkennbares hinkriegen. Ich glaube schon.
jetzt Abend geworden und ich bin echt fertig. Es ist so anstrengend. Es ist ein heißer Tag gewesen und wir wollen die Hauptgang wieder hoch beim Kreise ziehen. Ist nichts mehr so für einen alten Mann wie mich. Aber es hat Spaß gemacht und für einen Ein-Mann-Job eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Ich bin hier am Standort Bot 39, also 39, und gehe nun auf die Halde und wollte euch mal den Weg, den ich normalerweise zu Fuß gehe, zeigen. Das geht hier durch den Wald. Und bis ich dann oben bin, dauert es ungefähr eine knappe Stunde. Ich bin sehr gespannt, ob das Labyrinth, das ich vor 4 Tagen begonnen habe, noch intakt ist, und ich werde heute die Linien nachziehen. Habe auch mich entschlossen, weil ich sowieso umbauen musste, das Chartres-Labyrinth nicht so zu gestalten, also wie das Chartres-Labyrinth, sondern ich werde es ähnlich wie das Knidos-Labyrinth ausführen. Das heißt, mit einem normalen 7er Umlauf, der so gesehen der klassischen Form entspricht. Auf dieser Ebene gibt es den Hinweis zur Bergarena und zu den Ibarrola-Stelen, die dann in diese Richtung führen. Das Labyrinth ist genau entgegengesetzt und auch nicht mehr so weit von hier aus. Ich bin nun oben angekommen und so wie es ausschaut, schaut es gut aus. Also zumindest keine großen Beschädigungen. Die Furchen sind auch geblieben. So, und hier diese kleinen, die muss ich noch nachziehen, damit die dann so tief wie die anderen sind und dann bei Gelegenheit immer wieder mal. Aber vielleicht legen auch Leute Steine rein oder so. Wichtig allerdings, dass die Pflanzen heil bleiben. Also bitte nicht den Bewuchs schädigen. Ja, da wäre ich wieder. Und bin jetzt relativ weit gekommen. Es ist auch heute sehr heiß. Und dementsprechend schnaufe ich. Aber ich bin zufrieden. Weil, ihr könnt mal gucken. Jetzt noch ein paar Begrenzungssteine, die ich hier finde, aus dem Abraum. So, dass man die Kontur ein bisschen sehen kann, vor allem an den Eckpunkten, an den Wendepunkten. Und ja, hoffe dann, dass alles gut ist und die Leute Freude dran haben. Eigentlich wollte ich heute nur mal nachsehen, wie das Labyrinth das Unwetter vom letzten Donnerstag, das Ganze über ganz Deutschland zog, überstanden hat. Leider hat sich gezeigt, dass die Furchen alleine nicht ausreichen. Regen und Wind haben sie zugesetzt. Und deswegen habe ich jetzt noch mal einen zusätzlichen Arbeitstag einlegen müssen, können, dürfen. Und habe mich entschlossen, jetzt doch Steine in die Furchen zu legen, dass die Konturen zumindest erhalten bleiben. Ja, und das Einfache ist dann, Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen, falls sie denn nötig sind.
Labyrinthe gibt es rund um die Welt, in allen möglichen Kulturkreisen, in unterschiedlichen Ausführungen. Und sie sind nach wie vor sehr mystisch. Man weiß nichts Genaues über ihre Herkunft, was man damit bezweckte. Aber vermutlich ist es so wie bis heute, nach wie vor auch sehr mystisch, dass man den Weg nach innen finden kann dort. Also ein Labyrinth ist kein Irrgarten. Ein Labyrinth hat nur einen Weg, den zur Mitte und wieder zurück. Und man vergleicht es oft mit dem Lebensweg. Das heißt also, man fühlt sich auf der Mitte sehr nah dem Ziel. Und dann auf einmal ist man ganz weit weg wieder davon. Und wenn man weit weg ist, ist man plötzlich unverhofft am Ziel. Also man kann viel übers Leben lernen, über sich selbst im Leben lernen, wenn man so ein Labyrinth begeht. Oder es auch einfach nur genießen und zur Ruhe kommen. Wie auch immer, in diesem Sinne genießt es. Ja, das alles habe ich ganz alleine geschafft. Finde ich gut.